Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe in meinem Rucksack eine neue Wildkamera, die ich euch zeigen will. Und zwar eine Seymour. Da ist das gute Stück. Eine Seymour CY70 2,7K. Und wenn euch interessiert, was jetzt hier in dem Karton drin ist, wie die Kamera aussieht, wie man sie aufstellt, einstellt und was sie für Aufnahmen macht, dann bleibt dran. Ich zeig's dir. Ich sehe nichts. So. Heute mal ganz einfach, simpel hier unterm Poncho. Ein Tomshow-Poncho. Mir wurde eine Wildkamera zum Testen geschickt. Von Yorkshire. Hier steht eine deutsche Adresse drauf, hier steht eine chinesische Adresse drauf und hier steht eine britische Adresse drauf. Die Seymour, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht, Seymour, die Seymour CY70 2,7K. Das soll eine Kamera sein, die in der Lage ist, 2,7K Videoauflösung aufzunehmen. Packen wir sie erstmal aus. Gucken wir mal rein. Ich, wie gesagt, ich hatte sie schon auf. Das ist die Klappe der Batterie. Und hier ist das Zubehör. Ein Gurt wird mitgeliefert. Klar, den braucht man ja immer. Mini-USB-Kabel und eine Wandhalterung. Hier noch was drin? Dübel, Schrauben. Naja gut, die Wandhalterung verwende ich nicht. Man kann damit die Kamera an einem Gebäude zum Beispiel befestigen, an einer Hauswand oder Garage, wie man möchte. Das Kabel, das kann man benutzen, um die Bilder von der Karte zu kopieren, ohne die Karte rauszunehmen. Das mache ich manchmal, aber nicht immer. Das wird dann hier unten angeschlossen und man kann dann mit einem externen Gerät die Bilder von der Speicherkarte kopieren. In dem Lieferumfang sind keine Batterien und keine Speicherkarten vorhanden. Deswegen habe ich alles mitgebracht. Mal probieren, ob die mit 4 schon angeht. Ja. Aber ich möchte trotzdem 8 verwenden. Die Batterien, die ich eingelegt habe, sind nicht ganz voll. Deswegen ist das hier nur 95%. Kann den sogar noch ein bisschen runtergehen. Ich gucke mir erstmal das Menü an. Kameras, die ganz neu sind, die stelle ich immer erst ein auf Foto und Video. Warum? Foto hat meistens eine höhere Qualität als Video. Die Verzögerung der Bewegungsmelder stelle ich meistens ein auf 15 Sekunden. Da ich hier die Kamera testen möchte und da auch Mäuse mit drauf sein können, kann ich den Bewegungsmelder auf hohe Intensität stellen, wenn man erst ab Fuchsgröße haben möchte. Eichhörnchen geht vielleicht auch noch, dann mittel und niedrig wäre dann eher großes Getier, Wildschwein, Reh in der Art. Ich stelle den auf hoch. Intervall brauche ich nicht. Intervall benutzt man, wenn man die Kamera benutzen möchte, um zum Beispiel eine Blüte aufzunehmen, jeden Tag. Jede Stunde ein Foto, um zu sehen, wie sich die Blüte öffnet. Infrarot-LED-Stärke. Okay, automatisch.
kenne nur die Einstellung, dass man hell oder dunkel oder stark oder wenig einstellt. Schwache Batterie IR-LED aus. Keine Aufnahme oder LED aus. Okay, dann hätte man wenigstens noch eine Tonaufnahme. Das ist interessant, das kenne ich auch noch nicht. Zeitschaltung benutze ich nicht. Das wäre dann, wenn man nur zum Beispiel von 8 bis 19 Uhr aufnehmen möchte, dann kann man das einstellen. Seitliche Bewegungsmelderfrequenz. Wenn Straßenbeleuchtung oder etwas Ähnliches in der Nähe ist oder Hofbeleuchtung, sollte man die Frequenz seines Stromanbieters einstellen. Das mit den seitlichen Bewegungsmeldern ist ein bisschen irreführend. Viele glauben, dass hier, hier und hier ein Bewegungsmelder eingebaut ist. Ich bin aber Techniker. Ich weiß, dass hier auf der Platine geradezu einer ist und hier auch einer ist. Und der hier unten wird nur angesprochen, weil diese Zerstreuungslinsen hier, die unter dem Kunststoff verarbeitet sind, das Licht von links oder rechts auf diesen PIR-Sensor rauf streuen und dann dementsprechend melden. Die Folien mache ich natürlich alle ab und da ich im Wald bin, wird Müll eingesammelt und in die Tasche gesteckt, dass hier nichts wegfliegt und rumliegt. Anhand der Größe des Loches kann ich sagen, das ist kein sehr großer Bildsensor. Ich vermute mal, es handelt sich um 5 Megapixel. Wird ja auch eigentlich reichen. So, Fotogröße. 5 Megapixel. Man kann auch einstellen 3 oder 2. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ist hier vielleicht nur ein 2 Megapixel Sensor verbaut? Ich lasse die Einstellung mal auf 5. Mal sehen, wie das Bild aussieht. Verschlusszeit ist sehr interessant. Die Verschlusszeit sagt aus, wie lange die Blende offen bleibt und dementsprechend wie das Bild wird. Eine 30. Sekunde ist für jeden Fotografen natürlich eine unglaublich lange Belichtungszeit. Aber wir wollen ja hier meistens in der Nacht fotografieren, haben wenig Licht zur Verfügung. Da ist ein 30. ganz okay. Diese Kamera soll in der Lage sein, 2,7K Videos aufzunehmen. Und das stelle ich jetzt mal ein und lasse es einfach mal eine Woche laufen. Und die Videolänge habe ich bei meinen Kameras meistens auf 25 Sekunden. Das hat sich rentiert. Da halten die Batterien recht lange und die meisten Aufnahmen sind bei 25 Sekunden auch brauchbar. Länger lohnt sich meistens nicht, da ich ja den Abstand auf 15 Sekunden eingestellt habe. Und weniger ist vielleicht ein kleines bisschen zu wenig. Tonaufnahmen will ich natürlich auch haben. Sprache formatieren. Sprache ist klar, Werkseinstellung formatieren. Ja, logisch. Die SD-Karte sollte man immer mit der Wildkamera selbst formatieren, da man selber gar nicht weiß, welches Format braucht denn die Wildkamera überhaupt auf der Speicherkarte. Datum und Uhrzeit. Mittlerweile ist es 14.30 Uhr. 14.24 Uhr, Entschuldigung. Datumsanzeige, ja. Ich habe bei einem Kameratyp mittlerweile festgestellt, dass wenn ich die Datumsanzeige ausblende, dass die Bildqualität schlechter wird. Warum, weiß ich nicht. Also lasse ich sie an. Tastentöne können wir ausmachen, das nervt mich bloß. Automatische Abschaltung ist, wenn ich sie jetzt hier einfach bloß stehen lasse, Gegenlicht. Diese Funktion kenne ich nicht. Ich lasse einfach mal an. Wenn man Software-Updates erhält vom Hersteller, kann man die auf der Speicherkarte raufspielen und dann hier dementsprechend aktualisieren. So, damit habe ich meine Kamera eingestellt. Ich kann die jetzt einstellen von Setup auf On und dann ist die auch betriebsbereit. Wenn man später zu seiner Wildkamera kommt und die Speicherkarte herausnehmen möchte, dann sollte man eines ganz dringend beachten. Diesen Schalter hier niemals direkt von On durch Setup direkt auf Off stellen, weil die Stromversorgung dann
unterbrochen wird und wenn die Kamera gerade dabei ist, auf der Speicherkarte abzuspeichern und man unterbricht die Spannungsversorgung, kann es ganz schnell passieren, dass die Speicherkarte kaputt geht. Immer erst, wenn man die Speicherkarte herausnehmen möchte, von On auf Setup stellen, warten, bis die Kamera angeht, ins Menü reingeht. Je nach Länge der Videoaufnahmen dauert das dementsprechend. Ich habe bei mir 25 Sekunden eingestellt, also kann es durchaus eine halbe Minute dauern, ehe die Kamera angeht und das Menü zeigt. Und erst dann kann ich die Kamera ausschalten, weil dann sind sämtliche Speichervorgänge auf der Speicherkarte beendet und ich komme nicht in Gefahr, dass ich die kaputt mache. So, Finger eingeklemmt. Die Kamera an sich macht einen vernünftigen Eindruck. Das Gelenk ist, naja, okay. Es sind zwei Stäbe verarbeitet anstatt einer. Hat Vorteile, hat Nachteile. Wenn mal einer wegbricht, kriege ich sie immer noch auf und zu. Das Kabel von Kamera zu Batterie ist hier in dem Mittelteil verarbeitet. Das ist wieder so eine Stelle auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und das Kabel da drinnen, das dreht sich immer hin und her. Was mir an dieser Kamera gefällt, ist, ich habe ein großes Loch zur Verfügung, wo ich ein Vorhängeschlossrand machen kann. Und hinten habe ich auch noch mal große Öffnungen, wo ich ein großes Schloss hindurch durchfädeln kann. Ich habe da immer so ein Seilschloss für meine Wildkamera, das mir hier ein Unbefugter die nicht einfach so wegnimmt. Was mir dann aber gleichzeitig ein bisschen auffällt, ist, dass das Plastik um diese Öse herum relativ dünn ist. Aber gut, ein Schloss schreckt immer ab. Natürlich kann die Kamera mit einer externen Spannungsversorgung versehen werden. Solarzelle oder Batterie, je nachdem, 6 Volt sind angegeben. Es gibt viele Kamerahersteller, die Solarzellen oder externe Batterieblöcke anbieten. Ich brauche es für meine Zwecke nicht. Aber schön zu wissen, dass es da ist. Ich hänge die Kamera jetzt an einer Stelle auf, wo ich schon mehrmals Kameras zu hängen hatte, um diese zu testen. Hier ist sehr viel Wild aktiv und ich lasse die jetzt eine Woche hier hängen mit der Einstellung 2,7K. Ich bin gespannt auf die Qualität dieser Aufnahmen. Ich werde aber nach einer Woche hierher kommen und die Auflösung umstellen auf 1080p, was ich normalerweise immer verwende in meinen Videos. Das heißt, ich sehe euch erst in 2 Wochen wieder. Ihr seht natürlich den Zusammenschnitt im Gesamten. Wollte ich ja noch sagen, ich habe mit Bayer Marketing Seyomor ein paar E-Mails ausgetauscht und gefragt, was sind denn eure Bedingungen, wenn ich so ein Video mache? Und die haben mir gesagt, wir haben nur eine einzige Bedingung, und zwar, dass du den vollständigen Namen der Kamera in den Videotitel reinpackst. Alles andere überlassen wir dir. Das finde ich absolut spitzenmäßig, weil ich bilde mir meine eigene Meinung und möchte diese natürlich auch euch zeigen. So, und die hängen wir jetzt auf. Wieder zurück bei der Seyomor CY70. Es sind ein paar Aufnahmen zusammen zustande gekommen. Was ist das? Oh, der Dachs. Ja. Zwei Dachse, die sich ganz doll lieb haben. Seyomor, 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 siehst du mehr? Habe ich ja in verschiedenen Auflösungen getestet, in 2,7K, 2K und was weiß ich alles. Seyomor, also, ihr habt ja eine tolle Kamera. Die kann auch was, aber sie kann es nur in 1080p. In allen anderen Auflösungen ist diese Kamera furchtbar. Ihr solltet die bei 1080p lassen und die Software auch genau dafür auslegen.
Ihr habt hier anscheinend eine Software von ActionCam oder sowas verwendet, Nova Tech N, wenn ich das richtig bemerkt habe. Die 1080p kann diese Kamera gut. Für den Preis, den ich sie gesehen habe bei Amazon, so zwischen 65 und 75 Euro, je nach Angebot. Das ist hervorragend für so eine Kamera. Sie arbeitet bei 1080p auch zuverlässig. Sie hat sichtbare LEDs, was okay ist in dem Bereich, weil sichtbare LEDs machen einfach ein helleres Bild. Und bei so einem etwas preisgünstigeren Bildsensor ist es auch besser, helle LEDs einzusetzen. Also Seymour, ich werde diese Kamera natürlich hier weiterhin testen. Ich werde weiterhin Videos reinstellen, allerdings nur in 1080p, weil dafür ist die Kamera hervorragend. Wenn man die Kamera versucht mit 2,7K zu betreiben, naja, sie nimmt zwar auf in 2,7K, aber... Sie hat dann Probleme abzuspeichern, löst manchmal aus, versucht eine Aufzeichnung zu machen, kann aber die Datenmenge nicht abspeichern und dann passiert nichts, dann ist die Aufnahme eigentlich nicht da. Auf der Speicherkarte ist nichts drauf, ist nicht toll, also finde ich nicht in Ordnung, aber mit 1080p lasst es so. Ich würde euch auch empfehlen, im Menü festzuhalten, dass diese 2,7K interpoliert sind, denn das sind sie. Und ich würde euch natürlich empfehlen, Wert auf die 1080p zu legen, weil da ist die Kamera spitze. Und jetzt verabschiede ich mich aber. Ihr seht jetzt die Bilder in 1080p und ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken. Ich werde diese Kamera weiterhin im Einsatz haben und werde natürlich hier vom Dachsbau oder vom Fuchsbau oder an anderen Stellen. Und wenn ihr abonnieren drückt, dann seht ihr den auch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, euer Vari.